zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir haben jetzt ja diesmal ein bisschen vielleicht ein unkonventionelleres Video. Es geht um die Einordnung von Programmiersprachen. Im Wesentlichen geht es hier einfach um ein paar Vokabeln, die man durchaus in der Prüfung hin und wieder mal brauchen kann. Hier geht es nicht um Code, hier geht es nicht um irgendwelche mehr praktischen Tipps, sondern einfach nur Einordnung von Begriffen, so dass man die dann entsprechend auch ja, wiedergeben kann. Sehen wir uns die Rechnerarchitektur nochmal ganz grob an. Wir wissen, dass ganz unten im Rechner die CPU läuft. Die CPU ist die zentrale Processing Unit, das heißt, dort passiert die gesamte Verarbeitung, wenn wir mal die GPU außen vor lassen. Und was so ein Prozessor versteht, ist eigentlich nur Zahlen. Wir wissen, die Daten liegen im Binärformat vor. Das heißt, das Einzige, was dieser Prozessor verarbeiten kann, sind Binärzahlen. Nachdem die ein bisschen umständlich hinzuschreiben sind, schreibt man das gerne als Hexwerte hin, weil eben dort die Umwandlung von Hex in Binär und Binär in Hex relativ einfach ist. So. Das heißt aber auch, dass der Code, den die CPU ausführt, also nicht nur die Daten, sondern auch der Code in diesen Zahlen, in diesen Binärzahlen oder in dem Fall jetzt Hexzahlen, vorliegen muss. Das ist das Einzige, was die Maschine versteht, sind Zahlen, also auch der Code in Zahlen, und das würden wir jetzt als Maschinensprache bezeichnen. Also das, was direkt in der Maschine verarbeitet wird, ist die Maschinensprache. Damit können wir jetzt relativ wenig anfangen. Für uns sind es einfach nur Zahlen. Und wenn man den Aufbau kennt, dann weiß man, ja, vorne 05, das ist der Befehl. Und wenn man danach guckt, ob dieser Befehl noch irgendwelche Zusatzparameter hat, weiß man, okay, in dem Fall kommt noch die Adresse. Das wäre dann 05 32 L24. Und wenn ich weiß, 05 ist add, dann wird hier eine Addition mit der Adresse 32 L24 durchgeführt. Das ist jetzt relativ umständlich und deswegen hat man sich da so eine sogenannte Mnemonic-Sprache überlegt. Das nennt man dann Assembler und dort steht dann anstatt 05 32 L24 add 32 L24. Und das heißt jetzt nichts anderes wie addiere den Inhalt der Speicherzelle 32 L24 zu dem zentralen Arbeitsregister hinzu. So, das braucht man jetzt eigentlich selten oder eigentlich fast gar nicht. Es gibt durchaus Leute, die in Assembler-Code dann reingehen müssen, um Optimierungen durchzuführen etc. Aber das sind so krasse Spezialfälle, dass ich dieses Thema jetzt Assembler eher so als Allgemeinwissen für den Programmierer abtun würde. Wir als Programmierer arbeiten nicht mit Assembler, sondern mit sowas. Ja, das ist jetzt ein Code. Der könnte jetzt Java, C#, C++ oder C sein. Warum? Weil die meisten bei C abgekupfert haben. Und gehen wir mal davon aus, wir haben hier einen Code in der Sprache C. Dann würden wir das eben als Programmiersprache im eigentlichen Sinne nennen, beziehungsweise die Bezeichnung für sowas wäre Hochsprache. Das heißt, wir programmieren in Hochsprache. Und die zentrale Frage ist jetzt, wie wandeln wir jetzt diese Hochsprache in etwas um, das die Maschine versteht. Also wir brauchen jetzt sozusagen eine Umwandlung von Hochsprache in Maschinensprache. Und wir sehen, oben bei der Hochsprache steht, ich erhöhe i um den Wert, der in j drin steht. Also wir erhöhe um den Wert in der Variable j. Und das ist eigentlich was Ähnliches, was wir in der Maschinensprache sehen, wo wir sagen, wir addieren in das zentrale Register den Wert in der Adresse 32L24. So, und diese Umwandlung von diesem plus j in 05 32 L24, das macht der Compiler. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, das ist nicht ganz richtig, weil die Adresse, die eigentliche Adresse, die steht erst während der Laufzeit zur Verfügung, aber für das Grundverständnis genügt es jetzt erstmal. So, das heißt, wenn wir mit unserem Code fertig sind, in dem Fall jetzt C-Code, und den in Maschinensprache umwandeln wollen, brauchen wir einen Compiler, der uns genau das abnimmt. So, das wäre jetzt die Struktur
Und wenn wir das jetzt genauso haben, dass wir die Hochspruchsprache direkt in etwas kompilieren, was der Computer direkt versteht, würden wir das auch nativ kompiliert bezeichnen. Also wir kompilieren unsere Hochsprache direkt so, dass es eins zu eins für den Prozessor eben zu verarbeiten ist. Und sowas würden wir beispielsweise bei Mikroprozessoren finden, ja, wo wir dann wirklich direkt für den Prozessor programmieren würden. Und meistens ist hier die Programmiersprache C im Spiel oder auch C++. Also wenn wir jetzt irgendwie mit Arduino oder ähnlichen Sachen arbeiten würden, wären das die Programmiersprachen der Wahl. Jetzt können wir aber, oder wir kennen aus unserer Welt eigentlich die Situation, dass wir nicht direkt auf der CPU landen, sondern erstmal ein Betriebssystem dazwischen hängt. Und das Betriebssystem hat den Job, die Ressourcen zu managen. Also wie viel CPU-Last darf mein Programm kriegen, wie viel RAM, wo, an welcher Stelle etc. Und das haben wir bei PCs und ja, Server. Applikation. Und dort kompilieren wir dann streng genommen nicht für die CPU, sondern eigentlich für das Betriebssystem. Natürlich läuft der Code dann am Ende des Tages direkt auf der CPU, aber das Betriebssystem muss da quasi ein Wörtchen mitspielen können. Und da finden wir dann Compiler für die Programmiersprachen C und C++ wieder. Aber auch C Sharp hat die Option, nativ zu kompilieren, so dass wir quasi direkt auf dem System arbeiten. Was wir dann noch kennen, ist etwas, was ja eigentlich durch Java sehr stark in Mode gekommen ist, dass wir hier in einer virtuellen Maschine oder dass eine virtuelle Maschine noch mit im Spiel ist. Und diese virtuelle Maschine ist natürlich wiederum in Maschinensprachen auf dem System gelandet. Also das heißt, irgendjemand hat jetzt in meistens C++ eine virtuelle Maschine geschrieben, die läuft auf dem Betriebssystem und liegt eben in Maschinensprache vor, also ein Kompilat für das Betriebssystem. Und diese virtuelle Maschine würde jetzt beispielsweise bei Java Runtime Engine oder Runtime Environment heißen. Das heißt, in Java würden wir unseren Compiler nicht dazu bringen, direkt nativ zu kompilieren, sondern etwas zu kompilieren, was die virtuelle Maschine dann entsprechend frisst. Und genau das Gleiche finden wir auch bei C Sharp. Im Standard würde C Sharp eben nicht nativ kompilieren, sondern für eine virtuelle Maschine und die würde halt bei C Sharp .NET Runtime heißen. So, und das, was der Compiler jetzt ausspuckt, ist ja nichts, was jetzt nativ wäre, sondern was speziell für die virtuelle Maschine geschrieben wurde. Und das wäre eine sogenannte Zwischensprache oder Intermediate Language. Und in Java nennt man diese Zwischensprache auch gerne Bytecode, um sich von dem Binärcode abzugrenzen. Also die Maschinensprache bezeichnet man auch gerne als Binärcode oder das Kompilat, was direkt auf dem Rechner läuft. Und die Zwischensprache Bytecode, aber es ist eigentlich eine Intermediate Language. Und bei .NET wäre das jetzt die Common Intermediate Language. Das ist so ein allgemeiner Standard, der primär durch Microsoft entwickelt wurde. Und das ist das, was mir jetzt mein C-Sharp-Compiler im Standardfall eben ausspuckt und was die .NET Runtime verarbeiten kann. Gut, jetzt gibt es da noch ein paar Spezialfälle. Und zwar die Zwischensprache, diese Intermediate Language, wird ja von der virtuellen Maschine verarbeitet, die dann wiederum in Maschinensprache vorliegt. Das heißt, ein Code in Maschinensprache interpretiert die Intermediate Language. Jetzt hat man gesagt, ja, man hat hier einen gewissen Overhead, weil die virtuelle Maschine natürlich auch Ressourcen von dem Rechner in Anspruch nimmt und damit die Gesamtperformance ja nach unten geht, zwangsläufig. Und für gewisse Code-Elemente hat man jetzt was Zusätzliches eingeführt.
und zwar einen Just-in-Time-Compiler. Und die Idee des Just-in-Time-Compilers ist, dass Teile des Codes nativ kompiliert werden und direkt auf der Maschine ausgeführt werden. Also es wird nicht mehr alles interpretiert durch die virtuelle Maschine, sondern es werden auch Teile eben durch den Just-in-Time-Compiler eben kompiliert und nativ ausgeführt. Und sowas finden wir ganz intensiv bei Java, aber eben auch bei C#. Aber wenn es hier sehr performancekritisch ist, geht man bei C# eben gleich auf die Compiler-Option für das native Kompilieren. Aber es gibt auch hier diese Möglichkeit. Wie das in Zukunft aussieht, wird sich zeigen. Es gibt Stimmen, die sagen, Microsoft wird es sehr viel stärker jetzt in Richtung nativ Kompilieren direkt ausrichten und nicht in Just-in-Time-Compiler. Und Java arbeitet relativ intensiv mit dem JIT. Jetzt können wir aber auch Folgendes machen. Wenn wir schon eine virtuelle Maschine haben, die diesen Intermediate Language Code interpretiert, könnte man sagen, ja, man könnte ja diese virtuelle Maschine dazu bringen, den Code direkt zu interpretieren, also ohne einen Zwischenschritt des Kompilierens. Und das würden wir jetzt nicht virtuelle Maschine nennen, sondern Interpreter. Also ein Interpreter ist jetzt etwas, was einen Code direkt interpretieren kann, ohne dass wir ihn umwandeln müssen. Und diese Sprachen, die direkt interpretiert werden können, die würde man jetzt Skriptsprache nennen. Und auch hier gibt es eben die Möglichkeit, dass man eben den Skriptsprachencode direkt durch den Interpreter verarbeiten lässt oder auch durch einen Just-in-Time-Compiler nativ kompilieren lässt. Wobei das gibt es nur bei relativ wenigen Interpretern. Ganz vorneweg ist JavaScript, wo das auch sehr intensiv gemacht wird, wodurch die Performance von JavaScript auch durchaus sehr, sehr ja, bemerkenswert ist für eine interpretierte Skriptsprache. So, dann gucken wir uns das mit Thema mit der Skriptsprache nochmal an. Ich habe jetzt hier den Just-in-Time-Compiler jetzt mal rausgenommen, weil das jetzt erst auch keine weitere Rolle mehr spielt. Skriptsprachen kennen wir jetzt beispielsweise JavaScript als sehr, sehr wichtigen Vertreter von Skriptsprachen, aber auch Python ist sehr stark im Kommen, was Skriptsprachen angeht. Und für die Webentwicklung serverseitig nimmt man nach wie vor relativ viel auch PHP. Aber auch solche Sachen wie Visual Basics sind Skriptsprachen und die Liste könnte man jetzt endlos fortführen. Aber wichtig ist jetzt erstmal die Information: Skriptsprachen werden nicht kompiliert, werden interpretiert und ich brauche halt irgendeinen Interpreter, wo das dann läuft. Bei JavaScript ist es dann direkt im Browser drin. Es gibt auch Node.js, wo wir ohne den Browser JavaScript ausführen können. Python gibt es einen ganz normalen Python-Interpreter, PHP, das Apache-Plugin im Regelfall für die PHP-Interpretierung. Visual Basic wird jetzt für Applications, also VBA, dann direkt in Excel beispielsweise interpretiert. Also immer, wenn ich Skriptsprachen habe, brauche ich irgendeinen Interpreter und der kommt entweder mit einer Software mit, so wie beim Browser, dass das sozusagen der Interpreter fest eingebaut ist oder wie bei Excel für VBA oder ich muss ihn mir direkt installieren. So, dann wollen wir das Ganze mal ja irgendwie in eine Struktur reinbringen. Wir haben jetzt gerade gesehen, die Hochsprachen teilen wir jetzt eben in die Skriptsprachen auf oder in die kompilierten Sprachen. Und bei den kompilierten Sprachen gibt es nativ kompiliert oder mit einer Intermediate Language. Diese Intermediate Language würden wir auch Zwischensprache nennen und die wäre sozusagen ein eigener Block an Sprachelementen. Dann haben wir gesehen, dass wir das native Kompilat auch mit einer etwas ja, lesbareren Schreibart aufschreiben können. Das wäre dann Assembler und ganz unten auf der Maschine würde Maschinensprache laufen. Das wäre eine Möglichkeit, Programmiersprachen einzuteilen. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, es einzuteilen, nämlich in der Art und Weise, wie die Skriptsprache syntaktisch aufgebaut ist. Da gibt es jetzt prozedurale, funktionale und objektorientierte Sprachen. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an, dass wir sie so ein bisschen einordnen können. Bei Prozeduralen haben wir Prozeduren und Funktionen, also Unterprogramme, wenn man so haben möchte, die in irgendeiner Form geschrieben werden und die ja unseren Code strukturieren.
Und hierbei gibt es oftmals auch globale Variablen, also Variablen, wo sämtliche Prozeduren und Funktionen direkt darauf zugreifen können. Und primär geht es hier darum, Parameter, die jetzt eventuell über die Parameterlisten von den Prozeduren und Funktionen übergeben wurden oder eben als globale Variablen existieren, dass die manipuliert werden mit Zuweisungen. Und hier gibt es eigentlich, ja, aktuell ist der bekannteste und wichtigste Vertreter von prozeduralen Programmiersprachen die Programmiersprache C. Es gibt noch ein paar andere, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier für uns eine sehr, sehr große Rolle spielen. Funktional, das ist eine Sache, die immer mehr im Kommen ist. Hier geht es darum, dass wir sogenannte reine Funktionen haben. Und eine reine Funktion hat auf jeden Fall keinen Zugriff auf irgendwelche globalen Variablen. Sie haben auch keine Seiteneffekte. Ein Seiteneffekt ist im Prinzip etwas, wo ich sage, wenn ich eine Funktion aufrufe, darf diese Funktion beim Aufruf keine Speicher in irgendeiner Form beeinflussen, die bei einem zweiten Aufruf die Funktion verändern würden. Also das heißt, wenn ich eine Funktion, eine reine Funktion aufrufe mit einem Parameterwert und ich rufe sie nochmal mit dem gleichen Parameterwert auf, muss die gesamte Verarbeitung exakt die gleiche sein. Also es gibt keine ja, globalen Speicher, keine Objektspeicher oder ähnliche Sachen, die verändert werden. Das heißt im Extremfall, dass man, wenn man rein funktional arbeitet, dass man auch überhaupt keine Zuweisung von Variablen mehr machen möchte. Das wäre so die ja, ganz krasse Restriktion von funktionalen Programmiersprachen. Da gibt es Abwandlungen, wo man das sehr eng sieht, manche nicht sehr eng. Wenn man jetzt reine funktionale Programmiersprachen wie Haskell anguckt, dann ist es sehr, sehr extrem. Dort wird wirklich nichts verändert. Eine Variable, die einmal existiert, wird nicht mehr verändert. Und wenn ich eine Veränderung machen möchte, dann muss eine neue Variable erzeugt werden und die hat dann die Veränderung der alten drin. So, dann gibt es F-Sharp von Microsoft, wo man das entsprechend auch mit aufgegriffen hat. Und ja, für den Anfang, wenn jemand sich mit funktionaler Programmierung auseinandersetzen möchte, kann man auch durchaus JavaScript oder Python verwenden, die durchaus auch funktionale Elemente drin haben. Nicht ganz so restriktiv wie jetzt Haskell als Beispiel, aber man kann durchaus die Konzepte damit sehr gut lernen. Gut, objektorientiert, hier geht es um Klassen und Objekte. Wir definieren Klassen, die wiederum in Objekte während der Laufzeit instanziert werden. Hier finden wir Methoden, also als Unterprogramme in Anführungsstrichen, die in Klassen residieren und eben die Verhaltensformen und Verhaltensfähigkeiten von den Objekten definieren. Die Eigenschaften, das ist der Zustand der Objekte, dort steht drin, welche Daten vom Objekt gerade gehalten werden. Und ja, da gibt es so ein paar, ja, mit die bekannteste oder die erste wirklich groß eingesetzte objektorientierte Programmiersprache ist C++. Microsoft hat sehr stark auf C++ gesetzt und dann einen Nachfolger definiert, eben C Sharp, der auch sehr, ja, erfolgreich ist. Java ist eine sehr weit verbreitete objektorientierte Programmiersprache, aber auch PHP wäre eine objektorientierte Programmiersprache, Python etc. JavaScript ist auch eine, die allerdings streng genommen nicht voll objektorientiert ist, sondern es ist eine prototypenbasierte Programmiersprache. Aber ich sag mal, während der Nutzung kann man es durchaus als objektorientierte Programmiersprache einstufen. Und wie vorhin schon gesagt, Python wäre auch objektorientiert. Und wir sehen hier schon, dass der objektorientierte Ansatz ein relativ weit verbreiteter ist. Und das erklärt auch, warum die ganzen, ja, Prüfungsfragen zu Programmiersprachen sehr häufig eben sich um das Thema Objektorientierung drehen. Also, was weiß ich, Polymorphie und diese ganzen Sachen, die werden gerne dort auch mal abgeprüft. Gut, dann, wenn wir uns das so anschauen, gibt es noch zwei weitere Eigenschaften, die eben eine weitere Kategorisierung erlauben. Das wäre imperativ und deklarativ. Auch diese beiden Begriffe sieht man hin und wieder in Foren rumgeistern. Deswegen sprechen wir auch mal ganz kurz drüber.
Und zwar bei Imperativ geht es darum, wie wird etwas gemacht? Ja? Und bei Deklarativ geht es nicht darum, wie es gemacht wird, sondern was gemacht werden soll. Und dazu schauen wir uns mal bei Java als imperative Programmiersprache mal ein kleines Programm an. Und zwar, wir haben eine Liste, ArrayList oder ein Array ist jetzt erstmal egal, von Objekten und die gehen wir durch in einer Schleife und holen uns von diesen Personenobjekten eine ID raus. Und zwar nur dann, wenn der Name des Objektes Meier ist. Also if p.getName equals Meier, also wenn von dem Objekt P der Name Meier ist, dann gib bitte auf dem Bildschirm aus von diesem Personenobjekt die ID. Ja, das wäre ein Wie wird's gemacht? Ich gebe Schritt für Schritt vor, was in welcher Situation wie gemacht werden soll. Ja, also sehr kleinteilig. So eine deklarative Programmiersprache wäre jetzt SQL. Jetzt kann man darüber streiten, ob SQL eine Programmiersprache ist oder nicht, aber im Prinzip geht es hier erstmal um den Begriff deklarativ. Und wenn ich jetzt hier das Programm, was ich in Java habe, bei SQL ausführen möchte, und gehen wir mal davon aus, unsere Personenliste ist jetzt einfach eine Tabelle. Personenliste und die einzelnen Eigenschaften, die wir bei dem Java-Programm jetzt als Personeneigenschaften, also als Eigenschaften des Objektes definiert haben, wären jetzt in SQL in der Tabelle die Spalten, dann würde das genauso aussehen. Select ID from Person List, where name ist gleich Meier. Und hier wird eben nicht das Wie in den Vordergrund gesetzt, also klappere alle einzelnen Datensätze ab und wenn ich am Datensatz sehe, dass er Meier heißt, dann gib bitte die ID aus, sondern hier gibt es eine klare Definition von einer Sprache, die einfach sagt, ich selektiere die IDs aus der Personenliste, wo gilt Name ist gleich Meier. Das ist das, was ich machen möchte. Und man sieht hier auch schon, dass der Syntax von SQL sehr nahe an der natürlichen Sprache von uns Menschen ist. Und das ist genau die ID, die Idee dahinter, was eben SQL eigentlich ist. So, dann nochmal das letzte Bild. Also das wäre jetzt so eine Möglichkeit, Programmiersprachen einzuteilen. Auch hier gibt es natürlich wieder mehr Möglichkeiten. Man kann es feiner machen, man kann es noch über andere Dimensionen aufteilen. Aber das sind so, glaube ich, die Begriffe, die man auf jeden Fall als Fachinformatiker mal einordnen können sollte. Und damit kann man dann zumindest mal ja bei diversen Foren und ja, die Idee hinter den Postings eben interpretieren und vor allem auch, wenn sowas mal in der Prüfung drankommt, dass man das auch gleich richtig einordnet. Nicht zuletzt auch ja, bei der mündlichen Prüfung, also beim Vortrag des Projektes, dann am Ende der Ausbildungszeit hilft es ganz gut, das mal einzuordnen. Ja, so viel dazu. Das war jetzt, wie gesagt, ein etwas ja, unkonventionelles Video, aber ich halte es durchaus für sinnvoll, diese Begriffe mal drauf zu haben. Ich werde jetzt ja noch ein bisschen in Grundlagen eintauchen. Dazu werde ich jetzt allerdings mich mehr mit Java jetzt beschäftigen. Ganz einfach der Grund, weil wir uns in unserer Schule sehr stark mit Java beschäftigen. Aber ich versuche in den zukünftigen Videos auch ein bisschen ja, die Augen auch ein bisschen links und rechts von der von uns gewählten Programmiersprache hin und her wandern zu lassen. Und ja, insofern wie immer dabei bleiben und bis zum nächsten Video.